Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht mich immer gleich, immer gleich, immer gleich. Ja, es wird eine Paletten-Review nach der nächsten geben. Das hatte ich euch ja gesagt, schon in meinem Ding, in meinem Schminkkörbchen. Heute geht's an die braune Farben. Ich selber persönlich finde die schönsten Augen-Make-up-Looks tatsächlich bei mir, wenn es um Nude geht. Ich werde sehr, sehr oft darauf angesprochen und wie schön es aussieht. Kommt wieder hier mit einer Umverpackung, ne? Die mache ich auf Seite, auch bei der Gesichtspalette. Die Gesichtspalette ist wunderschön. Ich muss sagen, es ist die schönste, die mich am meisten angesprochen hat, weil sie einfach am natürlichsten ist. Ich habe jetzt diesmal keine Foundation drauf, auch keine Tagespflege jetzt erstmal. Wir kümmern uns erstmal um unser Auge oder um mein Auge und dann, ja, dann werden wir einfach schauen, wie es ist. Ich würde gerne einen Look mit, ja, so Smoky Eyes. Ja, das feiere ich sehr. So Smoky Eyes mit dieser Palette schminken und dann nochmal so ein Alltagslook. Und ich bereite meine Augen vor, wie immer mit der I Love Stage. Mein Augenlid ist sehr, sehr trocken und diese Augencreme, die ich zurzeit habe, hilft da auch nicht so. Ich meine, ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Tagen, ihr seht ja hier schon so oft mich ab und auf geschminkt. Ich kann nicht mal eine Foundation Review abgeben, weil ich sie mir immer abnehme. Ich habe vorher eine... Ja, schminken wollen, geht aber nicht. Also ich habe eine Foundation aufgetragen, aber kann euch gar nicht ein Update geben, weil ich sie mal abnehme. So, Augenbrauen und Stirnbereich habe ich schon mal gemacht, damit wir nicht ganz so fertig aussehen, wobei meine Haut sehr, sehr gereizt ist. Also ich bin echt überreizt. Ich pflege sie jetzt mal mit dieser Pflege hier. Ich habe sie ja zugeschickt gehabt, das werde ich jetzt des Öfteren sagen, wenn ich sowas in der Hand halte. Warum sollte ich es euch verschweigen? Ich kann sie euch nicht empfehlen. Egal wie ich es versuche... Ich kann sie euch nicht empfehlen. Also sie ist nicht reichhaltig genug für meine unter 30-jährige Haut. Sie pflegt im ersten Moment, da habe ich echt das Gefühl, ja, die macht was. Und dann ist sie aber auch schon wieder futsch. Und ich habe das Gefühl, ich müsste mich nochmal eincremen, obwohl ich nicht der Typ bin von fettiger Creme auf meinem Gesicht. Aber ich habe dann das Gefühl, die trocknet so schnell runter, dass man eben kein, ja, kein Gefühl irgendwie hat. Keine Ahnung. Also im Moment nein. Okay, wir gehen an die Augen. Da benutze ich jetzt diese. Das hier wird mein Smoky Eyes Auge. Und das hier wird ein natürlicher Tages-Make-up-Look, den man in die Schule, Arbeit oder sonst was trägt. Und ich muss sagen, ich werde sehr, sehr oft auf natürliche Looks angesprochen. Warum auch immer. Aber die Looks feiern die Leute mehr als eben so eine extravaganten. Was sehr, sehr schwer ist. Weil ich ja extravagante Looks liebe. So. Okay. Ich habe hier einen Blenderpinsel. Ich werde für beide Augen, denke ich, ein und dieselbe Transition Color nehmen. Für das Smoky Eyes werde ich jetzt erstmal hier in diesen schönen, ja, was ist denn das? So ein hellbeige-braun gehen und trage mir das hier so auf. Es ist so ein orange-braun. Sehr, sehr schöne Farbe für den Übergang. Wir haben immer für die Looks 20 Minuten, ist mir aufgefallen. Auch bei Smoky Eye gehe ich mal in Milk und trage mir den hier so schön auf. So, ich habe hier so einen Mini-Blender-Pinsel und da fange ich auch an und gehe in Karamell. Karamell ist wirklich ein schöner Karamellton, wie es auch sagt. Die sind sehr, sehr gut pigmentiert und auch sehr pudrig und trage den erstmal hier so unter meiner Transition Color, also unter meinen Übergangston einfach auf diese englischen Wörter. Und werde dann immer dunkler. Denn jetzt schon kann ich mein... Ja, kann ich mein Dunkelbraun schon auftragen. Und zwar Brownie trage ich mir den auf. Brownie. Und presst den einfach richtig schön drauf. Dann gehe ich natürlich nochmal mit meinem kleinen Pinsel
in Brownie rein und verblende Brownie nochmal mit Karamell. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ich hole euch einen dicken näher dran. Ihr seid schon viel zu nah. Ich muss mich ja euch anpassen und nicht ihr mir. Weil sonst seht ihr ja nichts. Boah, kein Video drehen. Ja. Bei mir ist Smoky Eyes sehr drückend. Ich bräuchte falsche Wimpern, die dann irgendwie. Ich gehe nochmal in Karamell und verblende das Ganze hier. Und dann wieder in Brownie. Also Smoky Eyes muss man ja auch schön aufbauen. Gar keine Farbe drauf und verblende hier Karamell und Milk. Nochmal. Ihr seht auch, warum ich nach der dritten Palette beschlossen habe, ich mache jetzt mein Gesicht nicht. Das mache ich lieber mit einem Tuch dann weg. Aber auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass ich Creme drauf habe. Also, es ist so trocken in meinem Gesicht. Es spannt regelrecht, deswegen für mich nicht zum Empfehlen. Ich gehe hier in Trüffel und trage mir Trüffel nur am Wimpernrand auf. Mega gut pigmentiert. Also, wenn es hinten keine Farbe annimmt, dann liegt es nicht an der Palette. Denn mein Auge fängt jetzt an zu drehen. Und trage mir das hier ganz dicht am Wimpernkranz auf. Und auch Brownie tupfe ich nochmal so. Ich finde das auch gut, dass die Farben gar nicht so dunkel sind. Also gar nicht so schwarz oder so. Also wenn man ihn nass macht, sieht man das. Das wäre schon fast fertig. Ja, kommen wir zu dem natürlichen Look. Untere Wimpernkranz kommt zum Schluss. Wir fangen an mit einem... Fangen wir auch an mit Karamell? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Karamell. Wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Also die Farben lassen sich sehr, sehr gut auch ausblenden. Ich würde sogar sagen... Scheiße, falsche Farbe. Ich würde sogar sagen, es ist... ich gehe in Brownie. Ich würde sogar fast sagen, es ist so BH Cosmetics Qualität. Ich will mich da nicht ganz aus dem Fenster hängen. Hegen, aber ich finde doch schon sehr, sehr nah. Also von der Verblendbarkeit, also hier hinten habe ich einfach ein Augeproblem. Das liegt nicht an den Lidschatten, das kann ich euch hundertprozentig sagen, denn das werdet ihr auch hier gleich sehen. Das Auge ist nur sehr, sehr empfindlich schon mit diesem Make-up-Entferner. So. Dann gehe ich in diesen Brownie. Wobei, wir könnten einfach auch anfangen, das Lid zu machen. Ich nehme mir so einen stinknormalen Pinsel und gehe hier in Vanilla. Vanilla ist ein schöner Goldton. So ein schönes Hellgold. Vanilla. Und trage mir den erstmal im Innenwinkel auf. Vielleicht für den einen oder anderen schon ein bisschen too much. Aber es gibt hier nur matte, helle Töne. Und ich mag einfach Schimmer im Auge. So, dann gehe ich hier in Pep, was ist das? Pen, in diese Farbe hier. Pernut. Und trage ihn mir hier auf. Je feiner die Pigmentierung bei Catrice gerade ist, je weniger sieht man irgendwie vom Lidschatten auf dem Auge. Weil die meisten, denke ich, tragen eher diese Looks, ja. Einfach ganz schlicht, ganz einfach. Ein bisschen Schimmer auf dem Lid, ein bisschen dunkel in der Lidfalte. Das sind eigentlich so die meisten gängigen Looks, die ich auch mache für den Alltag. Keine Smoky Eyes, um Gottes Willen. Manchmal klar, aber nicht so oft. Ich mache das jetzt mal eben sauber, denn
es bröckelt schon ganz viel und mein Freund hat schon gesagt, du glitzerst im ganzen Gesicht. Und wenn das mein Partner schon auffällt und der eigentlich mit Schminke überhaupt nichts zu tun haben will, ich habe schon gesagt, hey, du müsstest mich mal schminken, damit ich weiß, ob du das überhaupt kannst oder nicht. Ja, er hat mir schon mal die Nägel lackiert, das war ganz witzig. Und er hat sogar gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Primer, ganz normal. Ich mache jetzt einfach meine Foundation fertig, weil so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Foundation fertig und dann den unteren Wimpernkranz und dann sehen wir uns wieder. So, meine Foundation ist fertig. Ich habe Make-up-Puder und Gedöns drauf. Jetzt kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Da mache ich nicht viel, würde ich sagen. So, kommen wir zu den unteren Wimpernkranz. Da mache ich auch nichts Großartiges. Wie gesagt, es soll ja auch mal was Schnelles sein. Hier zum Beispiel würde ich gar nicht mehr so dunkel gehen, sondern in Karamell. Da ist Karamell, das ist wirklich eine richtig schöne Palette. Karamell, auch hier in Karamell. Ihr seht hier, mein Auge tränt. Das hat gar nichts mit den Lidschatten zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich mich heute schon das zweite Mal abschminke. Ich bin einfach älter geworden, das vertrage ich nicht mehr. Das vertrage ich nicht mehr, das ist okay. So, einfach einen sauberen Pinsel, ein bisschen verblenden. Bei Smoky Eyes würde ich tatsächlich dunkler gehen. Hier könnte ich nochmal in Brownie gehen und mir ein bisschen hier den unteren Wimpernkranz. Wenn man wollte, könnte man so einen abgeschrägten nehmen, ne? So einen abgeschrägten in Trüffel und dann anfangen hier sich so einen künstlichen Lidstrich zu machen. Oder so Wimpernkranzverdichtung muss jetzt aber nicht sein. Ich gehe tatsächlich einen Trüffel mit meinem abgeschrägten und trage ihn ja am unteren Wimpernkranz auf. Und mache ein Smoky Eyes drauf. Hier zum Beispiel, tatsächlich könnte man hier dunkel gehen, weil haben wir ja schon. Aber noch dunkler, meine ich, ne? So ein bisschen katzenförmig nach vorne. Ich finde, das steht mir auch. Ich finde natürlich, das drückt das Auge noch mehr, ne? Also, ja. Obwohl ich hochgegangen bin, drückt es trotzdem. Und das ist einfach, ja. Da kann man nichts machen. Was kann ich euch sagen? Die Palette ist doch schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn ihr wirklich eine für den Alltag sucht, schnappt euch die für 10,99 €. Schnappt euch die. Wirklich. Absolutes Herzenstück. Wirklich tolle Brauntöne. Wirklich für den. Man hat die ein oder andere. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, welche ihr haben wollt, dann nehmt die braune. Eigentlich wollte ich die braune verschenken. Da habe ich gedacht, nee. Die ist so, so schön. Ich habe sie nämlich im Müller schon am Freitag gesehen. Und dachte, nee, du wartest jetzt, bis deine Bestellung kommt, bevor du die hier kaufst. Noch einmal. Ja. Okay, mit den Augen sind wir fertig. Ich würde sagen, wir machen das Gesicht noch zusammen mit der Palette von Catrice. Die hier. Wirklich richtig, richtig schön. Auch die kann ich. Also, die ist die natürlichste und schönste. Wobei ich nicht verstehe, warum der Bronzer nicht matt ist. Da weiß ich nicht, was die sich denken. Ob man Paradiesvogel ist oder nicht. Keine Ahnung, da sieht man ganz, ganz stark. Es ist, ja, es ist, sieht irgendwie so ein bisschen fleckig aus, ist es aber nicht. Können es ja mal ein bisschen noch verblenden. Hat sich eigentlich alles sehr, sehr schön verblenden lassen. Also es sieht alles einheitlich aus. Es sieht einfach, ja, tolle Paletten, wirklich. Ich gehe in den Blush rein, weil der matt ist. Und trage mir den hier auf. Und auf der anderen Seite gehe ich hier in den Bronzer rein und trage ihn mir. Ich klopfe ihn mal ab, ist mir zu viel Glitzer. Trage ihn mir hier auf. Also, was ich heute schon eine Glitzerbombe bin. Da sieht man ja, ne? Glitzer, also Schimmerpartikel, die sich auf die Haut legen, ist ja klar, dass sie was betonen. Vielleicht, weil ich jetzt diese Palette schön finde, finde ich es nicht ganz so dramatisch. Aber ich nehme hier einen Champagner-roséfarbenen Highlighter. Das ist ein bisschen so natürlicher, glaube ich. Und auf der anderen Seite werde ich den hellen nehmen und trage den nochmal hier so auf. Und ihr seht, vom Farbverlauf her sieht das echt toll aus.
Aber ich finde auch da, die legen sich einfach auf die Haut. Das sieht irgendwie zu viel Pigmente aneinandergereiht, so dass die Haut sich, also es ja nicht so schön aussieht, finde ich. Da ist natürlich auch subtiler, hier ist Wawawum und man sieht jede Narbe, jede Pore. Also für Leute mit noch größeren Poren wie mich würde ich sagen, nein. Also wenn man es nicht möchte, ne? Wenn man keine Palette möchte, die das. Ja, der Blush ist schön, der Blush ist matt, der Blush ist einfach schön, ja. Also wenn ich morgen ein pickeliges Gesicht habe, dann weiß ich warum. Ich tusche mir die Wimpern, sprühe mich noch ein und dann sehen wir uns noch wieder So, zum meine Lieben, Fazit. kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, die braune Palette catcht mich natürlich auch. Ich finde, die Looks sind sehr, sehr schön geworden, egal welche Palette eigentlich. Jetzt habe ich einen Mascara-Stempel. Wie gesagt, passiert mir des Öfteren. Ich muss sagen, die Paletten sind alle zu empfehlen. Also sucht euch mal eine aus, die ihr gerne haben wollt. Das ist jetzt echt eine, die kann jeder tragen. Tolle natürliche. Natürlich. Nee, der Highlighter ist natürlich, ja. Aber auch der ist so ein bisschen krümelig und liegt ein bisschen auf der Haut, diese Schimmerpartikel. Vielleicht muss man es einfach benutzen. Hier zum Beispiel ist es mir zu. Es ist mir zu aneinandergereiht vom Pigment. Also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich euch sagen will, aber wenn ich so die Haut ziehe, sehe ich, dass sie so Streifen geworfen hat. Wenn ich sie dann so ziehe, ist es so auseinander und ja, mir gefällt tatsächlich diese Hautseite besser. Da finde ich einfach, ist die Struktur zu arg. Aber dennoch ist das eine Top-Lidschattenpalette. Ich hätte mir lieber keine Gesichtspaletten holen sollen für 9 Euro, sondern nur die Lidschattenpaletten. Aber jetzt ist es einfach so und ja, kann man nichts machen. Trotzdem tolle Palette zum Empfehlen. Yep. Ihr seht ja selber. Pigmentation ist vorhanden. Halleluja. Ciao.